Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich auf den Depp und das Team zu sein. Ein ganz, ganz Team, das ist immer großartig. Ich glaube, ich hätte nicht Kraft, sowas zu machen. Bestenfalls seht ihr das, wenn ihr es nochmal nachschauen wollt, dann auf Speaker Deck oder Slideshare. Ich bin Tim Kasko, ich arbeite als Art und Creative Director. Allerdings hatte ich auch eine Zeit als Chefarzt. Geht ein bisschen auseinander, die Geschichte, und da fragt man sich, wie kam es dazu? Ich war zwischen zwei langen Festanstellungen, hatte viel Zeit und habe überlegt, ob ich so ein Sabbatical machen soll oder sowas, so ein Jahr. Und da kam ein Freund auf mich zu und hat gesagt, hör mal Tim, du hast Zeit, ich habe Raum. Ja? Und da dachte ich, na gut, das ist jetzt noch mal nicht viel, lass uns mal zusammensetzen, wir haben ein bisschen getrunken. Und dann hatten wir auch eine Idee. Also ich hatte Zeit, er hatte Raum und wir hatten zusammen eine Idee. Was kommt dabei Raum? Eigene Praxis. Ja, weil er sagte, hör mal, ich kenne dich, du operierst gerne, du bist gut mit deinen Fingern und sowas. Du wolltest doch immer schon was Eigenes machen, mach doch eine eigene Praxis. Ne? So, ja, okay, machen wir eine eigene Praxis. Also Praxis. Ne? Das Ganze war natürlich nicht ganz so die Praxis, wie man sie kennt, sondern eine, wir haben da noch so ein i reingemacht, es war eine iPhone-Praxis. Ja. Es war gerade kurz bevor das iPhone 4 rauskam, es hat sich noch gelohnt, die 3er zu reparieren, also haben wir gesagt, machen wir eine Praxis auf. Praxis, ganz im richtigen Sinne die Praxis, nämlich mit, auch mit einem Chefarzt, das war dann ich. Ja. Gott sei Dank war ich nicht alleine, sondern ich hatte auch ein bisschen Hilfe in Form meiner Oberschwester. Na gut. Aber wie es bei der Bank ist, auch ist bei der Praxis, weil eine Praxis ist eine Praxis ist eine Praxis. Hm? Da kann man nichts dran rütteln. Das heißt, unser Erscheinungsbild war in der Praxis weiß, klar, clean. Alle sind in den Ohren rumgehüpft, was übrigens ganz großartig war, weil wenn ich mal zwischendurch irgendwie mein Auto umgeparkt habe oder so, sind alle Leute gleich auf den Fußgänger gezogen, Arzt im Einsatz und sowas. Ne? Großartig. Die Leute sind unglaublich blind. Na gut, also, wir hatten Kleidung und Utensilien, der äußere Auftritt war auch so ein bisschen in die Richtung gemacht. Das ganze Team musste natürlich auch Kittel tragen, wurde dann von mir eingewiesen, weil so sahen sie irgendwie nicht klug genug aus, die mussten dann so rumlaufen. Und ich hatte zum Beispiel einen OP-Tisch. Ja? Es war ganz erstaunlich, nachher im Nachhinein, dieser OP-Tisch wurde, wie soll ich sagen, zu einer solchen Ikone, dass er dann sogar als Wallpaper runtergeladen worden ist. Hätte ich im Leben nicht gedacht, wir haben das hochgestellt aus Blödsinn, das hat funktioniert, ein paar hundert runtergeladen. Ja? Das war eine zwei. Und natürlich ganz wichtig für eine Praxis, wir haben die ganz normale fachspezifische Nomenklatur benutzt. Ja. Das heißt, wenn jemand zu uns kam und wollte sein iPhone repariert haben, haben wir natürlich nicht vom iPhone geredet, sondern es waren Patienten. Und muss sagen, das ist ganz herzlich aufgenommen worden. Es kamen nachher auch Leute, die haben wirklich extra vorher noch ein Verband rumgemacht. Das war super süß. Das ging natürlich weiter. Die Kunden waren nicht Kunden, sondern Angehörige. Wie es im Krankenhaus so ist. Die Mitarbeiter waren entweder Stationsleiter, Oberschwestern, Fachärzte und Spezialisten. Die Werkstatt, klar, haben wir schon vorhin schon gezeigt, so war das OP bzw. Labor. Und es gab auch keine Öffnungszeiten, natürlich nicht. Bei uns kam man zur Sprechstunde in den Sprechzeiten. Telefonnummer auch nicht, nein, natürlich. Es war Notruf, was sonst. Preisliste auch nicht, natürlich nicht, sondern Behandlungskosten. Es gab sogar Leute, auch wirklich, die Leute haben grundsätzlich großartig mitgemacht. Die wollten natürlich dann ihre DBV-Karte zahlen. Ja, ganz herzlich. Glasbuch gab es natürlich auch nicht. Wenn jemand kam mit einem iPhone, das vorne schlecht aussah, dann haben wir über ein Facelift geredet. Ja, der neue Akku war natürlich die Herztransplantation. Neustart gab es nicht, das war eine Reanimation. Das Wiederaufladen hat nicht einfach so am Stecker stattgefunden, sondern bei uns hinten im Aufwachraum. Und die zwei Stühle in der Ecke waren bei uns nicht zwei Stühle in der Ecke, sondern das Wartezimmer. So, also, die ganze Geschichte hatte sogar wirklich eine Ethik. Also wir wollten nicht einfach nur Geld machen, sondern wir hatten Spaß und eine Idee.
und haben dabei, ich weiß nicht, das kennt wahrscheinlich der eine oder andere von euch, das Self-Repair-Manifesto, ist irgendwann mal durchs Netz gegangen, von diesem Trend, dass man Sachen selber reparieren soll. Das gleiche gibt es in Deutsch auch, das Manifest der eigenständigen Reparatur. Dem haben wir uns grundsätzlich gebeugt und haben das versucht zu verfolgen und auch den Leuten ein paar Tipps gegeben, wie sie was selber machen können. Also wir waren nicht unbedingt nur profitmäßig. Ich glaube, das kam auch sehr gut an. Aber eine echte Praxis, ihr kennt das, ihr geht in irgendwelche Privatpraxen, was hängt da an teure Kunst, wie in der Quant und wo auch immer. Also eine echte Praxis braucht echte Kunst, also braucht eine echte Kunst. Was machen wir? Ich habe einen alten Bekannten von mir angerufen, mit dem ich studiert habe, ein Sprayer, Bomber, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr den aus Frankfurt, der Helge Steinmann. Und wir hatten sogar ein Konzept, wir haben alte Mac-Werbung genommen und er hat gesagt, ah wunderbar, dann sprühe ich was Neues drüber. Die Bomber hier bei der Arbeit, in seinem Atelier. Dummerweise habe ich keine Maske getragen, er hatte eine, deswegen muss ich nur noch husten. Und er hat ein paar schöne Pieces gemacht, die dann auch direkt so gerahmt in der Praxis hingen. Und natürlich hat der Doktor sich das nicht nehmen lassen, die Qualität zu prüfen. Wurde für gut befunden von allen. Und das Ganze gab es dann natürlich auch zu kaufen. Also Bums, Aufkleber dran. Hallo, ich bin Kunstwerk, ich möchte bei dir über die Couch hängen. Frag doch mal nach und kauf mich. Mit Zertifikat, Erstehungsgeschichte, ein bisschen was von Bombe etc. Ja, okay. Kommen wir zum Praxisalltag. Das war jetzt erstmal die Ausstattung. Der Alltag als Oberarzt ist nicht einfach. Ja, ich habe ausführliche Diagnosen gemacht, alles auf Herz und Nieren geprüft. Und wenn was für gesund befunden worden ist, habe ich es natürlich geheilt entlassen. Dummerweise sind dann ganz viele Sachen bei mir selber gelandet. Und um diesen ganzen Stress irgendwie überstehen zu können, habe ich angefangen mit Meditation. Hat mir sehr geholfen. Mache ich immer noch, kann ich nur empfehlen, auch Yoga. Und das hat mich geführt zur Alternativmedizin. Das hat jetzt bei den iPhones nicht so gut geklappt, um ehrlich zu sein. Aber ich habe viel mit Konzentrationsübungen gearbeitet. Ich habe mich sehr stark fortgebildet, auch im Netz mit modernen Mitteln. Und immer wieder Konzentrationsübungen gemacht. Und die haben mir natürlich sehr geholfen bei den sehr schwierigen Operationen. Nicht nur die haben mir geholfen, auch meine Schwester hat mir geholfen. Aber das kennt ihr ja schon. Ja. Wir haben natürlich gleich gefeiert, erste Monat in der Praxis überstanden, Bums, yeah, Feierei, trinken, juche. Zweite Monat, yeah, Bums, Feierei, trinken, juche. Hat natürlich irgendwie dann geendet in, naja, ging nicht gut. Auf einmal, die Leute haben irgendwie gefragt, ah, ihr müsst Bekannte machen und so. Und dann haben wir gedacht, was machen wir, Bekannte machen. Ja, okay, wir geben einen Newsletter raus. Wir haben ja schon viel erlebt, also machen wir Newsletter aus dem ganzen Zeug. Und die wurden dann aufgrund der Nachfrage irgendwie immer länger und am Ende war es fast so eine Bravo-Fotolaufstelle, die rausgegangen ist. Ohne Sex und ohne Dr. Sommer, aber mit anderen Blödsinn, wie dem Doktor auf der Safari, der Suche nach neuen Produkten, der Neujahrs-Newsletter, in dem ich versucht habe, wirklich wissenschaftlich herauszufinden, ob Wunderkerzen besser funktionieren als Leuchtstäbe. Und ganz groß kam an unsere Star Wars-Episode, in der mein junger Assistenzarzt mich darum gebeten hat, ob ich ihn nicht einweisen möchte in die 1-Stunden-iPhone-Operation. Das ist eine sehr geheime Technik. Und ich sage, ja, mache ich gerne. Du bist ein guter Schüler. Ich musste ihn nur warnen, dass er nicht auf die dunkle Seite der Macht überspringt. Ganz klar. Und er wurde dann mein Padawan und Seite an Seite haben wir gekämpft für das Wohl aller iPhones dieser Erde. Was ich bei dem ganzen Zeug gelernt habe, ist, dass wenn man Dinge mit Liebe tut und mit Liebe zu Kleinigkeiten, Details etc., dass es unglaublich gut ankommt. Ich habe schon immer versucht, Dinge mit Liebe zu machen, aber dabei ist es mir extrem aufgefallen. Es kam so gut bei den Leuten an, dass es waren Sachen dabei, die waren so ganz, ganz, ganz süße, wie soll ich sagen, Begebenheiten, wo ein Kunde mitmacht, was man gar nicht erwartet. Ja? Die Liebe bringt Spaß. Und wir hatten Spaß dabei, wir haben den Spaß weitergegeben, die Kunden haben den uns zurückgespielt. Und so, wie soll ich sagen, es hat allen Spaß gemacht.
Und noch schlimmer oder noch am stärksten rauskam dabei der Aspekt des Helfen. Ich habe viele Jobs gemacht bisher und so blöd es klingt, in dem Job habe ich so vielen Leuten so sehr geholfen mit ihren blöden Phone. Ja, also ich habe mir nichts Blödes vorgedacht, was mit so einem blöden iPhone, was kannst du Leuten da helfen? Nein, die waren so glücklich und froh, wenn ich ihnen irgendwie was repariert habe, dass ich sagen muss, man muss wirklich, also ich würde empfehlen, nach Jobs zu schauen, wo man Leuten helfen kann. Oder auch vielleicht nebenher irgendwo. Ja. Also selbst jemand mit Tür aufhalten, kann auch eine schöne Sache sein. Und ich habe grundsätzlich noch ein paar ganz nützliche Tipps, die sind nur klein, Obacht geben. Sicherungskopie. So blöd wie es ist, ich gehe davon aus, dass ich hoffe, dass viele machen, aber unglaublich viele machen es nicht. Mädchen machen es gerne nicht, hat sich herausgestellt. Da waren grässliche Sachen dabei, da kommt eine Mutter, die hat vor 2 Jahren ein Kind geboren, alle Bilder weg von den letzten 2 Jahren. So, guten Tag. Ja. Sicherungskopie geht ganz einfach, geht drauf, klickt, macht den Rechtsklick und geht auf sicher, fertig. Ja. Eine weitere Empfehlung vom Chefarzt ist zum Beispiel der Staubschutz. Blödes Ding gibt es für 1 Euro zu kaufen, geht oben und unten rein und wenn es ins Wasser fällt, könnt ihr es noch mit der Hand rausholen. Weil durch die dünnen Gitter im Hörer und im Sprecher dringt das Wasser nicht so schnell ein. Wo es schnell eindringt, ist oben durch den Headjack, also wo ihr den Kopfhörer reinsteckt, beziehungsweise unten durch den Stecker. Das gibt es natürlich auch in Alu und fürs Neue und so Zeugs. Wovon ich abraten würde, das wären die Brillant-Dinger da, die funktionieren nicht so gut. Ja, und man verkauft sich da auch ganz schnell, wenn man dann hin tut. Also das lieber nicht mehr. Ja, siehst du, kommen wir schon zu einer wirklichen ersten Hilfe. Mach mal ohne. Was eine wirklich große erste Hilfe war, das waren unsere Beruhigungsspritzen, die wir verteilt haben, sobald jemand reinkam und sagt, oh, mein iPhone ist kaputt und so. Ja. Ich so, oh, okay, kein Problem, zeig mal her den Patienten und nimm erstmal eine Beruhigungsspritze. Mhm. Wir haben die selber auch ein bisschen benutzt. Wenn man schon an Drogen kommt, das war die damalige Beruhigungsspritze. Und nur damit ihr nochmal in den Genuss kommt, den Doktor zu sehen, wie der damals war. Auch sehr wichtig, die verrückte Professorbrille. So bin ich natürlich den ganzen Tag rumgelaufen. Da habe ich extra für euch heute eine Sonderausgabe. Wahrscheinlich. Okay. Ja,